auf euch und willkommen hier zu einem weiteren Scheppetzig Orakel auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur Partie Manchester United gegen Villarreal. Ich habe mir gedacht, komm, ich orakel die Partie, weil Manchester United mit Ronaldo im ersten Champions League Spiel jetzt nicht so ganz überzeugt haben, ne? Und allgemein auch in der Liga in den letzten Spielen Manchester United jetzt nicht so, wie man es eigentlich erwartet hätte können und so wie es in den ersten Spielen war mit dem CR7-Hype, sage ich mal. Und ich bin gespannt, wie sie heute gegen Villarreal auftreten werden, das Ganze im Old Trafford. Ich habe 3 Päckchen am Start, ich habe absolut Bock drauf und ich hoffe, wir sehen heute Abend ein paar Ronaldo-Tore. Denk mal, das wünschen uns alle. 3 Päckchen. Ich würde sagen, wir gehen rein. Eure Tipps unten rein in die Kommentare. Mein Tipp ist ein 3-1 Menu. 3-1 Manchester United und wir gehen rein. Ein Tor Lingard, 2 Tore Ronaldo, sage ich. Das sind meine Tipps und Abfahrt. Wir starten mit der Crystal von Hugo Lloris, Sebastian Haller als Man of the Match, Antonio und James Maddison. Oh, da habe ich schon was gesehen. Ich hol's direkt nach vorne, weil wir es schon gesehen haben. Das ist Anthony Martial mit dem 1:0 Manchester United mit der Führung. Lucas Hernandez, Spinazzola, Jesus Navas, Concaves, Griezmann, Pizzi und Nathan Ake von Man City. Somit steht es nach 45 Spielminuten 1:0 für die Red Devils, für Manchester United. Und mal schauen, wie es weitergeht in der zweiten Halbzeit. Es geht weiter mit Ruben Dias. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber Ruben Dias ist die Club 100-Karte, die man am meisten zieht. Ich glaube, diesen habe ich jetzt wirklich schon mindestens 6-mal. Mindestens 6-mal Ruben Dias. Dann haben wir Gomez und Nasri. Dann haben wir Allrounder von Paul Pogba. Und das ist das 3-0. 3:0, weil das ist der Doppelschlag von Pogba. 3:0. Und das ist schon eine leichte Vorentscheidung, würde ich jetzt hier mal sagen. Es sei denn, es kommt jetzt der erste von Villarreal. Aber es kommt niemand von Villarreal. Und somit steht es 3:0 für die Spanier. Mark Noble, Next Gen Araujo, Axel Witzel, Tobi Alderweireld, Theo Hernandez, David Neres, Sidney, Peter Gulagi, Mandy, Reus, Azpilicueta und Fabianski. Und somit geht es 3:0 aus. 3:0 gewinnt Manchester United gegen Villarreal. Wenn ihr mehr Champions League Orakel sehen wollt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Es gibt nachher noch Juventus Turin gegen Chelsea. Das wird auch eine richtig geile Partie aus meiner Sicht. Ich hoffe, dass da Chelsea gewinnt. Ich finde Chelsea gut, natürlich wegen Timo Werner, Kai Havertz und so. Und Chelsea hat einfach auch einen guten Kader. Und genau, ich bin gespannt. Und Juventus Turin ja jetzt ohne Ronaldo mehr. Und in der Serie A läuft es ja auch nicht mehr ganz so rund. Und ich bin gespannt. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit dem Orakel Manchester United gegen Villarreal. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus und tschüss.